So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Wir sind hier gerade in den Drelan-Pass oder durch den Drelan-Pass, wie auch immer. Ist das doch, ne? Dann sind wir durchgelaufen und hier, wir müssen mit den guten Indreel, müssen wir mal sprechen. Das machen wir jetzt auch. Ich denke, wir haben Glück. Obwohl die meisten einheimischen Wildtiere vor den Untoten geflohen sind, sind die Fackelkäfer geblieben. Viele Leute wissen das nicht, aber Fackelkäfer zählen zu den scharfsinnigsten Kreaturen des Waldes. Sie sind erstaunlich. Und wie hilft uns das weiter? Ich kann einen von ihnen bitten, uns zu den sterblichen Überresten der verfluchten Toten zu führen. Falls ihr ihre Schädel oder so etwas in der Art findet, dann bringt sie zum Steintisch. Ich gehe vor und bereite alles vor, damit wir mit ihnen Zwiesprache halten können. Vertraut mir einfach. Es wird klappen. Ihr werdet es schon sehen. Gut, wenn ihr das so sagt. Mal sehen, ob ich mit diesem sprechen kann. Na komm her, Kleiner. Und fest versucht er mit dem zu schnacken, oder was? Ja, das wäre hilfreich. Hab Dank. Der schnackt tatsächlich mit dem... Da fliegt er weg. Folgt ihm, um die Schädel zu finden. Trefft mich dann am Steintisch. Okay, okay, okay. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Weggeflogen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, das klappt ja wieder alles super. Was haben wir hier? Feuerstelle benutzen. Zutaten. Wir haben nichts. Was haben wir denn? Was zu brauen? Wir haben auch wieder was zu brauen. Gut, das bringt uns aber überhaupt gar nichts, nicht? Nee. Gut. So, wir müssen. Wir sollten mal dahin. Warte mal, wo ist denn der Weg? Ach, hier ist der Weg. Haha. So, da vorne sind die. Und natürlich sind hier überall... Schleier-Elbe, Nekromanten. Alter Schwede, das sind ja richtig dicke Jungs hier. Da haben wir echt was zu kämpfen dran. Ja, mein Freund, du wirst ja doch jetzt nicht abhauen. Upsi. Schnippel, das war's, mein Freund der Sonne. Da hinten auch, wir müssen... Da vorne müssen wir hin. Wir müssen hier rein. Da ist schon, da ist ein Schädel. Siehst du, nehmen wir doch mit. Alles mitnehmen. Abgeschlossen. Findet den Schädel. So, das müssen wir das nächste Teil suchen. Das muss ja irgendwo... Hey, wo ist denn das? Da hinten. Da ist wieder so einer. Aber wir sind ja gar nicht mal so, wir sind ja gar nicht mehr so schlecht gewesen. Wir müssen den da hinten nämlich ausschalten. So, du auch, mein Guter. Lauf weg. So. Was hast du dabei? Gold. 18 Gold. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, wir müssen weiter. Na toll. Na super. Zack, 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 Schnippel. Das ging ja eigentlich noch einigermaßen im Großen und Ganzen. Wir müssen ein bisschen auf unsere... Da oben ist das nächste. Wir müssen ein bisschen auf unsere Lebensanzeige achten. Da ist der nächste. Nehmen wir mit. Also das kann man auch mit dem 25... wir sind 26. Wir sind Stufe 26. Wir sind einmal aufgestiegen. Das ist doch gar nicht mal doof. So, wir müssen wieder... War da noch mehr? Nee, da war nicht mehr. Okay, zurück. Und jetzt? Warte, warte. Da vorne. Da liegt noch ein Kopf vor sich hin. So, jetzt haben wir den letzten. Mitnehmen. Zack. So, bringt die Schädel zum... beim Steintisch. Wo ist denn der Steintisch? Da hinten irgendwo. Halt, da müssen wir da nichts. Der Steintisch. Ach, da. So, benutzen. Ihr Verdammten, eure einzige Hoffnung auf Erlösung ist, uns zu sagen, warum sich die Toten erhoben haben. Ha, wir brauchen keine Befreiung. Der Schatten Nämons kündigt ein neues Zeitalter an. Ein Zeitalter, in dem wir wiederhergestellt sein werden und in dem man euch verurteilen wird. Wartet, wie könnt ihr das wissen? Hat der Schatten euch das tatsächlich gesagt?
Das muss er nicht. Wir denken, die jetzt alle durcheinander? Bald bewohnen, sobald er verwandelt wurde. Das werden wir sein. Nemon hat nicht die Macht, euch zu erlösen. Ich schon. Helft uns und ihr erhaltet die Chance auf Freiheit. Ich sage es euch, hört nicht auf diesen Narren. Der Schatten möchte den Wald verderben, um ein neues Reich zu erschaffen. Es nennt sich Schattenwald. Okay, also das ist ja... Sind schon tot, weißt du, und haben nur den Schädel noch über und die Sappeln dann... War eine kleine Diskussionsrunde. Damit hatte ich schon gerechnet. Das erklärt unsere Beobachtungen. Der Schatten von Nemon sucht keine Zerstörung. Er will Verwandlung. Wir müssen diese Schattenrisse schnell schließen. Zuerst habe ich ihren Seelen allerdings Erlösung versprochen. Okay, könnt ihr ihre Seelen wirklich befreien? Es wird nicht leicht, aber ich habe es versprochen. Da ich die Strafe vollstrecken werde, denke ich, dass ihr darüber entscheiden solltet, ob jemand von ihnen befreit wird. Ich werde mit ihnen reden. Oh Gott, jetzt muss ich mit denen reden. Okay, dann schnacken wir mal hier. Wir haben euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Es wird euch nur wenig nützen. Aber man hat uns Befreiung versprochen. Bitte, ihr müsst mich freilassen. Und warum wurdet ihr hier eingesperrt? Ich habe meine Gestalt gewandelt. Ich weiß, dass das vom Grünen Pakt streng verboten ist. Ich war übermütig. Und ich habe es nur getan, um zu beweisen, dass ich es kann. Es war ein Fehler. Das weiß ich jetzt. Bitte, ich habe lange genug gelitten. Ich habe meine Gestalt gewandelt. Nein, ihr müsst eure Strafe abdulden. Nein, wir befreien sie mal. Abgeschlossen. Was ist mit dem nächsten hier? Es ist seltsam, die Tötung des eigenen Volkes durch die leeren Augenhöhlen des eigenen Kopfes mit anzusehen. Warum wurde eure Seele verdammt? Meine Familie wurde von den Waldorks abgeschlachtet. Und ich habe aus Rache ihr Dorf niedergebrannt. Jedes einzelne Gebäude und jeden einzelnen Baum. Ich hätte den Wald nicht verletzen sollen. Ich hätte mein Volk in einen Trauerkrieg führen und mich am Fleisch meiner Feinde laben sollen. Ihr versteht, was ihr falsch gemacht habt? Ihr dürft in die Nachwelt gehen. Sollen wir sie alle freilassen oder was? Ich meine, das ist ja... Wurde von den Waldorks niedergeschlachtet und ich habe aus Rache ihr Dorf niedergebrannt. Jeden einzelnen Gebäude und jeden einzelnen Baum. Ihr versteht, was ihr falsch gemacht habt. Zack. So, das jetzt ein... Ich weiß nicht, ob das ein Riesenfehler ist. Seht ihr nicht, was euch erwartet? Schaut euch um. Der Schatten wird ganz Tamriel verschlingen und ein neues Zeitalter einleiten. Ein Zeitalter, in dem die Toten erlöst und die Lebenden leiden werden. Und warum wurde eure Seele hier eingesperrt? Die anderen Völker lachen über uns. Warum verlassen wir uns auf sie für das Holz, das wir uns auch einfach selbst nehmen könnten? Der grüne Pakt ist für die Schwachen. Wir sind nicht die Diener des Waldes. Das Grün sollte uns dienen. Naja, gut, mein Freund. Ihr seid zurecht verdammt und werdet hierbleiben. Es schmerzt mich, diesen Wald so leiden zu sehen. Bestimmt. So, warte mal, wir wollen reden miteinander. So. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das Flehen der Verdammten ist fast nicht zu ertragen. So oder so sind sie in den Wald zurückgekehrt. Ich tat, was ich für richtig und angemessen hielt. Ich werde euer Urteil nicht in Frage stellen. Ihr Schicksal mag beschlossen sein, aber es ist das Schicksal Walenwalds, das mich umtreibt. Diese Schattenrisse, die die Schädel erwähnten, wir müssen sie schnell schließen. Dort sickert das Reich des Schatten in unseres hinüber. Wie schließen wir diese Schattenrisse? Das habe ich noch nicht ganz zu Ende durchdacht. Ich kann sie aber spüren. Sie fühlen sich wie Wunden im Wald an. Ich verfüge über die Fähigkeit, das Grün in einem geringen Maß zu heilen. Doch sie verlangt mir wirklich alles ab. Ich werde euren Schutz brauchen. Unseren Schutz. Wir sollen gegen die ganzen Röns kämpfen und du sitzt in deinem Grün rum. Gut, lass uns sehen, was wir tun können. Schließt die Schattenrisse. Oh, na super. So, und jetzt? Wo sind die Schattenrisse? Diese schrecklichen Kreaturen werde ich in meinem Wald nicht dulden. Das ist ein Geier. Fleischfliegen einfangen. Wozu brauche ich die? Ach, nein, vergiss es. Weg, weg, weg. Also, wo sollen wir denn hin? Ach, da unten runter, oder was? Da unten sind Schattenrisse. Wie kommen wir denn da runter? Warte mal, guck mal kurz auf die Karte. Westlicher Schattenriss.
Nördlicher Schattenriss, südlicher Schattenriss. Ach so. Okay, also dann versuchen wir mal. Wir müssen irgendwie runter. Wie viele Risse sie auch öffnen mögen, ich werde sie alle schließen. Jeden einzelnen. Okay, wenn du das sagst, dann... wie kommen wir denn da? Ach, da vorne ist ein Weg. Da hinten ist ein Weg. Da müssen wir runter. So, komm mal, Guter. Fliegt weg hier. Wir werden den Wald säubern. Oder bei dem Versuch sterben. Molag Bal, Meister der Unterwerfung, verbreitet die Saat aus... Da ist ja noch jemand. Den werde ich da mal ausknipsen. So. Hat er mir jetzt geholfen? So, mein Guter. So, mein Guter, ich muss hier mal ein bisschen kurz... Ich kann ja auch meine Klinge nehmen. So, und du auch, mein Freund der Sonne. Ey, heilt mich aber fleißig, das finde ich gut. Hätte ich den vorher gewusst, hätte ich vorher gewusst, dass ich den mit haben muss, ne? Also bitte. So. Steh mir bei, mein Guter. So, der ist auch weg. Was hast du bei? 16 Gold. Wir nehmen jedes Gold mit. Weißt was, dann räumen wir hier ordentlich auf. Dann nehmen wir hier alles mit, was wir kriegen können. Das wäre wohl gelacht. Ha. So. Oh. Da habe ich mir nicht gerechnet, dass so ein großer Klotz da kommt. Aber das ist ja nicht das Problem. Das? Also das ging ziemlich gut, dass du dabei bist, mein Freund. Also gefällt mir. Lauf nicht weg. So. Was haben wir hier denn noch? Bergblume. Gut, das sind die ganzen... Da ist noch jemand, der möchte auch gerne. Den kriegen wir doch bitteschön. Ja, lauf doch nicht weg. So. Wir haben ja super Hilfe. Britzel. Das ging echt super. Ha. Da muss ich mal sagen, das läuft echt super mit dem Knecht. Das gefällt mir. Hier müssen wir rein. Zack, ausgelöscht. So, wo ist denn das Ding? Oh. Ich werde Wahlen bald dieser Verderbnisstelle. Das macht man. Wo bist du jetzt? So, was hast du dabei? Oh, was war das? Was war das? Was hat er dabei gehabt? Augenblick, blick, 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 blick. Ach, die können wir nicht benutzen. 27, wir sind 26. Hm. Wir laufen schon wieder langsam. Nee, warte mal, hier. So war das. Da ist das Teil. Ja, aber deswegen wäre doch irgendwie, muss das doch zu schaffen sein. So, los weg. Komm. So, Schnippel, Schnippel, zack, 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 zack. So, ist auch weg. Wo ist der nächste? Da ist er. Lasst die Schattenrisse in Ruhe, oder es wird euch leid tun. Was? Schließ den Schattenriss. Einer von dreien. Super gemacht. So, den werden wir nochmal aufsammeln. 18 Gold dabei. Finde ich extrem gut. So, wir müssen wieder zurück, ne? Oder? Wie sieht's aus? Wir müssen zurück. Apropos zurück. Nein, ich möchte nochmal kurz da reingucken. Weil. Nicht, dass wir hier irgendwo was Tolles ver.
Getränk nehmen. Brot brauche ich nicht. Kolben, Maiskolben können wir mitnehmen. Alles nehmen. So. Was haben wir hier? Feuerstelle benutzen. Können wir die benutzen? Können wir irgendwas herstellen? Grillmais können wir herstellen. Hört die Ausdauer von 680. Ja, die nehmen wir erstmal mit. Wir können ja sehen, dass wir dann noch mehr was finden. Schwerer sagt, durchsuchen, was denn da drin? Nee. Was ist das überhaupt? Warte, wir müssen mal reingucken. Was ist das? 10 extra Kunst von den Schmiedekunst. Ach, das ist Schmiedekunst. Nee. Hab ich ja nicht. Ich bin ja Versorger. Ich versorge hier ja alles. So. Wieder zurück. Da müssen wir wieder raus. Und das nächste. Das ist nämlich da drüben. Aber hier ist wieder jemand, der möchte hauen. Bitteschön. So, mein Guter. Du wirst doch bestimmt jetzt nicht sowas machen, ne? Nein, das wirst du garantiert nicht. Erledigt. Ach, du hast noch was dabei. Was war das denn? 12 Gold. So, da vorne. Der ist ja so, der ist ja instant umgefallen. Aber nicht so, mein Freund. So, und du auch. Zack. So, was hast du dabei? Erzähl. Nehmen wir alles mit. Können wir ja wieder versilbern. Das Ganze. So, wir müssen da rein. Und dann noch zwei von den Herrschaften. Oh, da hat mich aber jetzt auch nicht erwischt. Ja, ja. So aber nicht, mein Freund. Zack. So, ganz dezent mal seitlich hingelegt. Wir wollen ja nicht, dass er sich wehtut. So, wir machen das nächste. Der Riss muss auch irgendwo hier sein. Ja, ich komme schon. Ich komme direkt drauf zu. Was war das? Ist der so umgefallen? Oh, gestolpert bestimmt. Ist bitter, ne? So. Und du auch. Schnippel. So, und die. Ach, das war noch mehr. So, und der letzte da vorne. Zack. So, was hast du dabei? 15. Ihr hantiert mit Kräften, die ihr nicht verstehen könnt. Wir hantieren mit Kräften, die wir nicht verstehen können. Nö, das können wir auch nicht. So, ist hier irgendwo eine Schatzkiste? Keine Schatzkiste. Das wäre natürlich noch irgendwo eine ganz prickelnde Sache, wenn wir sowas finden würden. Aber nein, hier ist nichts. Gar nichts. Schade. Schade. Wird mal wieder Zeit, so eine schöne kleine Kiste zu finden. Hier sind natürlich Fische, ne? Klar. In der Höhle. Die Höhle ist voll mit Fischen. So, und wo ist das letzte Dingens? Das muss ganz da hinten irgendwo sein. So, mein Freund. Ich werde Wahlen bald von dieser Verderbnis befreien, was es auch so kosten mag. Machen wir dich daran, ja? So, mein Freund. Warum läufst du denn mal weg, sag mal? Das ist ja nicht zu fassen. Komm. Diese schrecklichen Kreaturen werde ich in meinem Wald nicht dulden. Nee, wir werden nochmal den Bogen oft benutzen. So, und zwar. So, mein Freund. So, der ist hinne. Wo ist der nächste da? Oh, doof, doof, doof. Zack, der ist auch fertig. Nur mit dem Bogen. Also alles nur mit dem Bogen. Wir können schon einige Sachen toll machen, ne? So, das machen wir den. Zack. Fertig. Das ging doch mal gar nicht schlecht. So, mach die Luke zu hier. Nun werdet ihr den Schattenwald selbst erleben. Besiegt den Diener Dämons. Na super, na toll. Was für ein fauler Trick ist das? Ist das der Schattenwald? Ja,
Danach trachtet der Schatten, Walenwald in das zu verwandeln. Ein Reich der Dunkelheit und des Bösen. Das ist unfassbar. Na toll, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Reich so genau ausgearbeitet ist. Wie konnte er es nur erschaffen? Woher hat er so viel Macht? Wir müssen dem ein Ende machen. Koste es, was es wolle. Vielleicht können wir die Quelle dieser Macht finden. Ja, das müssen wir. Wo könnte denn diese Quelle eurer Meinung nach sein? Wahrscheinlich gibt es ein Tor zurück in unsere Ebene. Zurück nach Walenwald. Irgendein Ort, an dem sich Leben und Tod überschneiden. Das ist es. Der Steintisch. Ich muss los. Ich werde euch dort treffen. Nee, warte. Ich will mit. In Ordnung. Okay. Ich werde sofort aufbrechen. Wir sollen jetzt mal hier hinterher. Oh, das ist doof. Ja, ja, gut, wir müssen mit dem kämpfen. Das ist also nicht das Problem. Das ist doch ein Problem, das ist ein Riesenproblem. Oh. Ich glaube, wir sind ein bisschen tot. Aber ich meine, ist ja jetzt nicht das... Puh. 32er. Wir sind mit 30er hier unterwegs. Also gute Nacht, echt. Gute Nacht. Wo sollen wir denn hin? Besiegt vom Diener Nemons. Da muss ich hin. Oh, verflucht nochmal. Okay, dann müssen wir da nochmal hin. Aber das mache ich in der nächsten Folge, Freunde. Ihr seht schon, die Zeit ist schon wieder durchgerannt. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch denn gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Da ist ein Anker überhaupt. Fällt mir gerade ein. Auf.